So, und damit seid gegrüßt in den Zweige Gnome Hobbits und Englodim zu einer kleinen Nachvertonung zu einem neuen Part Pokémon Uranium Version Uranium Version Pokémon Uranium mit dem Zwangfürst. Ja, mit meinem Headset ist was während der Aufnahme kaputt gegangen. Mein Headset ist nicht kaputt gegangen, aber mein Headset-Ton war viel zu leise. Jetzt nehme ich das mit dem neuen Mikro auf und synchronisiere das einfach nochmal über. Und ja, willkommen zu einem neuen Part. Nachsynchronisiert mit hoffentlich einigermaßen passender Musik im Hintergrund. Ja, hier haben wir ja im letzten Part aufgehört. An dieser Stelle hier in dieser Arena und ja, da geht's jetzt weiter. Da schleicht sich jetzt der Zwei an den Schaltern entlang. Wenn die Schalter wieder aktiviert, ja, press the button. Dann drücke ich den Button und versuche meinen Weg über den Abgrund zu finden. Ja, was mache ich da? Ja, ich brauche noch ein bisschen, um mich zu orientieren, um da so ein bisschen den Weg zu finden. Ja. Ein paar Versuche noch. Ja, ich blick's noch nicht ganz. Ja, gut, jetzt im Nachvertonen. Ja. Gut, da laufe ich um die Ecke. Na, hier noch ein Schritt, noch ein Schritt, noch ein Schritt. Na, jetzt kriegen wir hin. Ja, sehr gut. Und jetzt fordern wir den heraus. Den müssen wir wahrscheinlich herausfordern. Ja, wir müssen den herausfordern. Experts to Ways. Ich glaube, das habe ich nicht vorgelesen. Das habe ich einfach übersprungen. Und jetzt geht's los mit dem Kampf. Super Scientist von dich aus. Verfolgter Wissenschaftler. Setzt Para-Audio ein. Und los, Modi. Los. Kampf. Setz. Flammrad ein. Oh, es klappt, okay, es klappt. Und dann werde ich angegriffen und ja, alleine Schaden. Osmodi. Halt durch. So, Flammerad. Und haben wir es geschafft, noch nicht ganz, noch ein bisschen. Er lebt noch. Es lebt noch. Und Modi im Eimer. So, Ninlein als nächstes. Switch in. So, Ninlein, du bist dran. Los, kämpfe. Kämpfe bis zum Schluss. Spark. Ja, die Attacken sind jetzt ohne Sound, weil jetzt nur Musik im Hintergrund läuft. Es tut mir herzlich leid, aber das muss diese Folge jetzt einfach so gehen, weil, ja. Spark. Und Kostra. Okay, das war sehr effektiv auf ihn. Das ist gut. Elektro scheint effektiv auf diesen Typ zu sein. Das können wir mal nutzen. So, Kostorn besiegt. Da war es. Wie viele Pokémon hat dieser Trainer? Das war's. Haben ihn schon besiegt. Ein bisschen Geld und weiter geht's. So, den Knopf gedrückt und. Was? Rot? Okay. Rot. Dann hier zurück oder was? Was will die Arena jetzt von uns? Was ist jetzt hier runtergefallen? Okay. Den Weg zurück. Bin auf. Und jetzt. Ja gut, das ist jetzt eigentlich klar. Das ist eigentlich nur geradeaus. Das kriegen wir hin, oder? Das ist geradeaus. Jetzt an dem Trainer vom Erschlingen. Trainerkämpfe vermeiden. Und das weiß ich noch auswendig. Das waren da rechts zwei, da nach vorne und links vier und dann nach vorne. Und dann rechts und dann. Das habe ich mir gemerkt, dieses Muster ist Ewigkeiten her, seit ich den letzten Part gespielt habe, aber dieses Muster habe ich mir gemerkt. Das ist. Man musste merken, wenn ich ziemlich gut. Gut, jetzt muss ich mir noch das nächste Muster merken, damit ich da nochmal hinkomme. Muss man herausfinden, was war mit dem roten. Der ist jetzt aktiviert, oder? Okay, gucken wir mal hier. Dann. Vielleicht müssen wir da mal rüber. Jetzt mal gegen den zweiten. Kämpfen und. Da waren wir ja schon. Im letzten Part, da haben wir ja schon gesehen. Da halten sich Trainer auf diesen Plattformen. Wie das Rätsel gelöst wird, das
kann ich jetzt hier nur vermuten. Geh mal rüber. Zack, hier um die Ecke. Schlecht. Um die Ecke. Und nice. Hat er geschafft. Hab ich geschafft. Lololololol, ein Gamer, ja. And I play video games. O3O. Ein Gamer. Ein Zuckergamerin. Eine weibliche Gamerin. So, was gibt's? Nora. Psychic Nora. S51. Ja, das ist eine Anspielung auf Area 51. Ein kleines Alien als Pokémon. Ja, hat man sich so einen kleinen Gag erlaubt, so ein Pokémon Uranium. Oh, nein, wird es schaffen, na komm, Spark. Na komm, ich weiß nicht, ob das sehr effektiv ist auf dieses. Scheint nicht gerade sehr effektiv zu sein, aber so ein bisschen. Es tut seinen Zweck. Na komm, Ninlein, das kriegst du gerockt. Defensivstärke, ja gut, Spark. Bei mir wird offensiv reingehauen. Spark. Ja, das bringt nicht mehr so viel. Sein Defensivschutz hat gewirkt. Na komm, Ninlein, halt ruhig. Ah, 5 KP noch. Na komm. Ist 51 besiegt. So, Ninlein, gut gekämpft. Und weiter geht's. Noch ein S51. S51. Ja. Okay, Ninlein ist das durch. Nein, es hält nicht mehr durch. Und Ninlein besiegt. Okay, dann. Markus als nächstes versuchen. Was war mit Markus? Los, Markus. Wo ist das hin? So, Metallclown, lieber Rollout. Vielleicht ist das effektiver. Na komm. Ja, das bringt ja scheinbar nicht so viel. Toll. Rollout. Okay, ja gut. Wir versuchen uns mal weiter. Grundmove, was ist Grundmove? Beweg dich. Los, Markus. Okay, jetzt habe ich mit Eisen Metallclaw versucht. Aus Metallclaw, vielleicht bringt das mehr. Bin ein Metalltyp. Rock Smash, Headbutt. Na komm. Okay, das kann auch Headbutt oder irgendwie was. Das ist 51 kein Headbutt. Gut, One Out. Na komm, Markus, halt durch. Zack. Ein zäher Kampf, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ein sehr zäher Kampf, aber Markus, du schaffst das. Ich glaube auf dich. Ist not effective. Okay. Headbutt. Na komm, gleich haben wir's. Markus, halte durch. Headbutt. So, na komm. Ach, verdammt, es lebt noch. Markus, durchhalten. Mit 5 KP noch. Und besiegt. Markus hat's geschafft. Ich bin stolz auf dich, Markus. Tapfer gekämpft. So, Zwerg geht siegreich aus dem Kampf hervor. So, hier das zweite aktiviert. Ah, okay, dann geht es hier in der Mitte. Wenn ich beide aktiviert habe, kommt hier der Weg in der Mitte hervor. Das ist jetzt gut sichtbar. Jetzt hier mal zurück. Ach, Kacke. Stimmt ja, der Weg war andersrum. Das haben sie jetzt falsch programmiert. Der Weg ist nicht gerade. Der ist. Gut, ein kleiner Schnitt ins Pokémon Center. Pokémon heilen gehen. So, zurück im Pokémon, in der Arena. Und jetzt hier mal. Und jetzt hier zum Glück habe ich mir das noch gemerkt. Nicht so gut merken. Jetzt rechts. Eins. Zwei. Eins. Zwei Schritte und dann nach links. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ist ein schlecht programmierter Weg. Da eigentlich hätten sie das jetzt. Das ist ein Programmierfehler im Spiel. So läuft der Weg wirklich. Haben wir den falschen Weg sichtbar gemacht. Egal, ich kann es ja auswendig. Und jetzt geht's hoch zum Arenaleiter und direkt auf geradem Weg zum Arenaleiter. Der Arenaleiter. Okay, gucken wir mal kurz den Pokémon. Die sind geheilt, oder? Ja, die haben sich gerade Pokémon sind geheilt.
Okay, in der Beutel haben wir noch genügend Tränke und Belebe haben wir noch da drin. Glukosmilch haben wir. Super Potion, Ether, Antidot, Super Potion, okay, ein bisschen was haben wir da. Aber Belebe haben wir natürlich nicht mit bei. Das ist schlecht. Modi ist jetzt gerade in der Spitze. Nein. Wen setzen wir jetzt an die Spitze, Modi? Safe, ja. So, speichern wir nochmal kurz vorher von der Arena. Von der Arena Herausforderung, vom Arena der Herausforderung nochmal doppelt sicher gespeichert. Und jetzt geht's direkt ran. Fangen wir mal mit Molly an. Starten wir das Spiel. Der Herausforderung gegen den Arenaleiter. Oh, you solved my puzzle. Where I was getting Boeing waiting around this. Town is so bombing, there's nothing to do. These people are so happy farming and praying and stuff that don't get it, don't. They know what their lives are pointless and inconsequential. It makes me so angry. My stereotypes are sick of being in this stupid town. Well, take you all in anger out on you. On you. Let's fight. Zwingy vs. Sheldon. Sheldon? Der Arena-Leiter heißt Sheldon. Der Sheldon? Bedutz. Gut, Molly, los geht's. S51 schon wieder. Der Arena-Leiter und die Arena-Trainer stehen wohl auf Area 51 Pokémon hier. Gut, Molly, na komm. Oh, kacke, der ist schon fast besiegt. Level 32. Ja, wir sind halt 10 Level drunter. Mein Pokémon-Team ist so massiv unterlevelt, dass. Kacke, Molly besiegt. Ja, gut. Braucht es vielleicht noch ein bisschen Offscreen-Training? Ja, vielleicht Wassertyp gegen Stahl könnte das. Ich bin nicht so gut ich bin nicht so gut in den ganzen Typenvorteilen und so weiter. Da nehme ich leider gar nichts mit aus, wenn was Stahl angeht. Also das Feuer gegen Wasser und das Wasser gegen Feuer und Wasser gegen Pflanze und so weiter. Die normalen komme ich schon mit zurecht, aber so was Stahl und so weiter fangen wir dann gar nicht mit Fee an und so. Hat sich selbst gehalten, na toll. Critical Hit, Sand, Water Pulse. Na komm, damit kriegen wir es noch hin, oder? Sehr effektiv, okay, aber es lebt noch, Da geht weit durch. Oh, puh. So, Water Pulse. Und S51 besiegt. Na, das war vielleicht dein letztes. So, weiterkämpfen natürlich. Wegkämpfen bis zum letzten Mann und bis zum letzten Atemzug. Medizin, das wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir jetzt mal einen Trank einsetzen würden. Trank, ja, Potion, ja, Hypertrank. Hypertrank auf Takeru. Sekt und ja, weiterkämpfen. Was? Okay. Das ist jetzt scheiße, der Trank können wir jetzt nicht immer. Dieses Feed, ja, ach du Schande. Garuever. Sieht aus wie die Weiterentwicklung von Markus. Das ist doch die Endentwicklung von Markus. Mich alles täuscht. Nur die Weiterentwicklung von Markus. Takeru besiegt. Ach du Scheiße. Wir sind geliefert. So, Ninlai. Du bist dran. Vielleicht die Elektro-Attacken. Vielleicht bringen die ein bisschen was bei Markus Weiterentwicklung bei Garuever. Karebo. Das paralysiert, das ist gut, das können wir brauchen. So, Ninlein. Halt durch, Ninlein. Du bist ein starker Kämpfer. Ich weiß, du hältst das durch. Na komm. Ninja Bolter. Na komm, das schaffst du. Spark. Nicht Spark. Ein Quick Attack. Versuchen wir es mal damit. Das ist sehr ineffektiv und Ninlein besiegt. Achtung. Ja gut, Palwanda, der hatte doch diese atomare Attacke, diese radioaktive Attacke. Versuchen wir es mit dem. Mach's platt, Palwanda. Na komm, das hat doch bisher mal viel gebracht. So viel dazu. Ja, die
Attacke von Palwanda bringt hier wohl nicht so viel. Und Palwanda ist besiegt. Wir sind am Arsch. Ja, Pompi. Versuchen wir es mal mit dir, Pompi. Meine letzte Hoffnung. Medizin, ja, Beleber haben wir natürlich nicht mit dabei. Nee, haben wir nicht mit dabei. Puh, ja, Beeren, ja, können wir knicken. Medizin, ja. So Mist. Los. Erkata, versuchen wir es mal damit. Na komm, Pumpi, vielleicht kriegst du das gebacken. Vielleicht kriegst du den Kampf besiegt. Vielleicht schaffen wir das noch mit dir. Na komm, halt's durch. Ein starkes Vogel-Pokémon. Ich setze auf dich. Na, na komm. Jetzt wäre es vielleicht mal Zeit für einen Trank. Nein. Erkata, wir riskieren es. Kein Trank. Paralyse jetzt, das ist gut. Jetzt draufhauen. 14 KP noch. Wie wäre es mal mit einem Trank? Über Hyper Potion. Über Trank. So, Puppi, wieder aufgeladen. Na komm, jetzt den Hochsten noch. Das letzte bisschen. Na komm, das kriegen wir hin. Attacke. Oder wie es gesprochen wird, ist paralysiert. So. Besiegt. Feindliches Markus besiegt. Und naja, Erfahrungspunkte. Puppi. Kometeo. Ärgert. Na komm. Ach du Scheiße, ja, die Attacke war tödlich. Markus, ja gut, wir haben es verkackt. Wir sind jetzt offiziell am Arsch. Ja, Metallklaue, das ist ja, 10 Level Unterschied, Markus. Hier unser schlechtestes Pokémon. Verwirrt ist das Ding auch noch. Ach mein, Markus. Verwirrt. Okay, na komm. Noch ein bisschen, einmal noch ein Todesstoß. Verdammt. Ja gut, ja gut, aller guten Dinge sind drei. Jetzt waren wir uns nochmal in die Arena hier mal vorbeigeschlichen. Ja, ich vergaß. Der Weg, ja komm, hier, na komm nochmal. Ja, einmal Trainer umgehen, den haben wir noch nicht bekämpft. So, jetzt hier rechts, dann hier in der Schlaufe. Ja, hier, zwei, da, vier. Sehr gut. So. Und jetzt direkt auf den Arena-Leiter zu. Zweiter Versuch. So, ich habe den Takeo an die Spitze gesetzt. Jetzt müsste es ja klappen mit dem Wasserpokémon an der Spitze. Können wir es mal versuchen mit dem. Als erstes den Kampf zu starten. Versuchen wir es mal. Zweiter Versuch. So, Sheldon fuhr uns zwei hier aus. So, auf geht's. Arena da Sheldon sitzt. Ist 51 ein. S51. Waterboy ist so jetzt mit Takiro als erstes. Könnte vielleicht eine gute Taktik sein, wenn wir jetzt hier. Uah! 30 KB, okay, das ist jetzt nicht gut, das ist ein Übertrank. Wir können ja auch heilen. Sehr gut. Ne, nicht so gut. Okay, oh, na komm, na komm, na komm. So, Wasser. Wasser, Takio, Waterpuls. Na komm, mach's platt, Takio, Waterpuls. Sehr gut. Na komm, jetzt noch einmal, jetzt hier Super Potion. Verdammt, der hält sich selber. Ja, der Trainer hat jetzt, nee, der hält sich nicht selber, der Trainer hat dran gesetzt. Na komm, hältst du mich. Heldbad, Takiro, durchhalten. Verdammt, 7 Punkte noch. Oh Mann. So, Potion. So, ich kann mich auch heilen. Was du kannst, kann ich auch. Oh, wei. Und was der Arena-Trainer kann, der Arena-Leiter. Attacke Mist. Achso, das war vom Gegner. So, warte, Puls. Ach, er lebt noch. Verdammt. Das wird ja, das ist ja, fängt ja schon super an. Attacke. Na
komm, Taktierung, sei stark, hält durch. Du bist dran, na komm, jetzt, Wasser, Butterbös. Ja, das Team ist wahnsinnig unterlevelt. Und die schaffen wir es doch immer wieder. Was Neues. Durch Glück, mehr Glück als Skill, mehr Luck. Ich hab Luck, kein Skill. Ja, müssen wir mal Offscreen-Training machen. Offscreen. Nach der Folge hier ein bisschen. Offscreen. Das Team trainieren. Das wird jetzt hier, vielleicht schaffen wir es noch irgendwie. In dieser Arena, aber für die nächste müssen wir jetzt trainieren. So, Inline Spark. Ja, das bringt's nicht so. Oh Mann. Also was man hat. Das bringt ja noch weniger. Das ist ja jämmerlich. Ach du Schreck. 6 KP. Spark. Verzögerungstat zum Schluss. Und da war es mit den Geschehen. Modi. Ja, vielleicht muss man Modi doch an die Spitze setzen und im Grunde mal anfangen. Dann kann Modi die Vorarbeit leisten und dann dich jetzt zweites kümmern. Dann Takiro einsetzen, was er macht und dann dort. Das sieht so aus, als könnte Takiro es gut leisten, aber da muss man die Vorarbeit leisten. Oh Mann. So, mal besiegt, Achtung, Köpfe. Ja, jetzt sind wir bei Wanda. Nee, Ruby. Wanda kann ja auch nichts leisten. Der war bisher immer uns drauf mit seiner Psycho, mit seiner Atomar-Attacke, mit seiner Radiotune-Attacke. Das bringt hier in dem Kampf leider nicht mehr so viel. So, SN50 besiegt. Das erste Pokémon haben wir geschafft. Ja. Sehr gut. Dauer. Wie es ausgesprochen wird. So, Metal Whip. Sehr gut. Akata. Na komm. Na komm, Pompier. So, gut gebacken. Na komm, jetzt Akata. Es dauert hier ein bisschen, es sind 10 Jahre Kampf, aber das kriegen wir gebacken. Na komm, Herr Cutter. Wäre schöner, wenn es schneller gehen würde, aber ja. Gut. Ist nicht effektiv, ja, das sehe ich. Poppy besiegt, oh Mann. Wir sind am Arsch. Markus, Palwander, ja, Palwander, kannst mal versuchen, jetzt nicht mit der Atomattacke. Das wird es jetzt nicht mehr bringen, aber. Ja, Konfusion vielleicht. Was bringt das? Nicht viel. Oh Mann. Palwander ist tot. Siegt so, Markus, ja, wir sind am Arsch. Alle guten Dinge sind drei. Klar, versuchen kann man es. Der Kampf gegen Ganzen. Markus gegen Markus Wettentwicklung. Ja, ist ja schon. Ja, und 10 Level weiter runter. Das ist dann klar, dass da das nicht klappt. Und das war's wieder. Alle guten Dinge sind 3. Dritter Versuch. Breakout. Pokémon Center. Ja. Pokémon Helm. Ja, einen Versuch schaffen wir noch, oder? Ja, machen wir noch einen Versuch. Ey, mal noch, bevor ich das aufgebe. Jetzt mal Modi wieder eine Spitze, oder? Können wir es mal mit dem versuchen, mit Takiro als zweites. Ja, ich switch nur mal Modi an die Spitze. Wird das Beste sein, dann können wir mit Modi eine Inline-Vorarbeit leisten, oder mit Takiro nachrücken. So. Hier drüber und dann zack zack in die Ecke herum. Sehr gut hier.
den Weg habe ich natürlich gemerkt. So, und gerade los auf den Rennleiter. Ja, das läuft heute nicht so spitze. So, versuchen wir es noch einmal mit dem modernen Spitze. Müsste das doch jetzt eigentlich jetzt mal Takiyoka als zweites einsetzen. Das klappt doch. Na komm, das kriegen wir hin. Los, zwei große Schelde. Versuch Nummer 3. Auf geht's, Modi. Ja, mach du mal vorwärts und Attacke. Amber. Oh, ja, stimmt. 7 KP, na komm, Trank vielleicht. So, jetzt mal schneller einen Trank. Hier, zack, zack. Ja. Super Potion. Der Hypertränke heben wir uns auf. Wenn wir noch gebrauchen. So. Hältst du mich, Moni, hältst du mich. Noch ein Trank. Ja, das können wir jetzt nicht ewig machen. Das ist. Und dann müssen wir noch angreifen. Das ist. Na komm, jetzt nochmal ein Trank jetzt hier. Bis er sich mal defensiv verteidigt. Können wir angreifen. Ja, und ja, jetzt. Ja, ich riskiere es. Na komm. Attacke, Flammen. Flammenbohr, Flammenrad. Okay, das ist effektiv. Das können wir nochmal einsetzen. So, jetzt. Trank. Au, verdammt. Er hat auch einen Trank eingesetzt. Mist. So, nochmal Flammenrad. Na komm, das muss doch jetzt. Jetzt durch, Modi, jetzt durch. Und Attacke. So. Sehr gut. Super effektiv. Und ich habe nochmal einen Trank hier. Wir müssen uns auch ein paar Tränke für Takio aufheben. Das Wasser bekommen. Flambadi, ja, Brand, das ist sehr gut, das können wir gebrauchen, das ist ja sehr toll in den Kampf jetzt hier, das können wir sehr gut gebrauchen. Ach, das Mist, achso, das ist ja von Kino. So, Flammenrad, ja komm, stirb. So, Super Potion, ein letzter für Modi, na komm, ach, er setzt auch einen Trank ein. So, Mist. Okay, Brand, Verbrennung schadet. Gegner. Na komm, halt's durch, Moni, halt's durch. So, fast schon besiegt. Ist 51. So, Verbrennung. Sehr gut, Flammenrad. Na komm, mach's alle. Los, Moni. Flammenrad. Sehr gut. 50 erledigt. Moni, ein paar neue Erfahrungspunkte. So, wir kämpfen weiter und wir versuchen unser Bestes, solange es noch geht. Noch so viel wie möglich für Takio aufbewahren. Gut. Los, Modi, Flammenrad. Oh. Das war's, da war's. Und Modi schickt bloß Takio. Jetzt laufen wir mit Takio weiter. Ja, gut, gegen den weiß ich nicht, was jetzt. Ja, versuchen wir es mal. Na komm, Takio. Durchhalten. Das ist jetzt hier meine Hoffnung in diesem Kampf. Okay, na komm. So, Moni, Takio, los. Wasserpuls. Oh, wei. Metal Whip, Wasserpuls. Na komm, du schaffst das, du hältst das durch. Wasserpuls, na komm. Nur nicht die Hälfte. 4 Pokémon, der Trainer. Na komm, vielleicht können wir das schaffen mit der Cube. Na komm. Verdammt! Takio besiegt. Damit sind wir besiegt. Oh, Kacke. Ja, Beleber haben wir natürlich nicht mit dabei. Das haben wir nach wie vor nicht mit dabei. Gibt's auch hier in diesem Dorf nicht zu kaufen. Das ist blöd. So. Okay, die Hälfte haben wir geschafft. Oh, ja. Na, das kann ja heiter werden. So, Kometeor. Spark. Na komm. Okay. Das geht noch so. Na komm. Halt durch, nein, halt durch, nein, halt durch, nein. Spark. Na komm.
und dann besiegt. Okay, Pumpi, kämpfe nur weiter. Na komm, das dritte von vier Pokémon. So, ja, Katz. Das bringt's, das können wir halt. Aber die Attacke. Pumpi besiegt. Verdammt, das ist natürlich eine richtige Attacke. So, Wander. Ach du Kacke. Bin so weit schon gekommen. Das ist eine gute Taktik mit Modi vorschicken und dann der Kyurei hinterher. Na komm, bei Wander. Hat's nicht was gehalten. One-Hit-Kill. Markus. Wir sind so am Arsch. Was, Markus? Zack, na komm. Es liegt noch. Ah ja, ja, das ist jetzt. Das ist das. Oh, es liegt noch, Markus, es liegt noch. Na komm, mit dem Klon. Besiegt. Na komm, das letzte Pokémon. Ja, jetzt mit Markus. Das ist ja. Ach, verdammt. Finally. Der Trackton. Okay. Jetzt haben wir ja alles gesehen in dem Kampf. Jetzt haben wir das letzte Pokémon gesehen, das Finale, das letzte Pokémon. Das wird jetzt Markus nicht mehr schaffen. Na komm, Markus. Hilf ihm einen finalen Move. Noch einen Trank für dich. Liebe Potion. Gut, wir sind am Arsch. Na komm, jetzt setzt mal eine Attacke ein. Trank. Jetzt kein Antidot. Jetzt brauchen wir hier Trinker. Na komm, Markus, hältst du mich? Dragon Claw. Ach, Schade. Markus, müssen wir auch noch trainieren. Wir müssen das Ding trainieren. Das ist. Ja, theoretisch kann man es auch jetzt so schaffen. Vielleicht kriegen wir den Arena-Kampf auch so. Dann müssen wir aber nach dem Arena-Kampf, nach der Arena Mondgras, ein paar Trainingsparts machen. Das ist aber. Okay, das war ja mal nix. Einsatz mit X. Ja, ich glaube, ich schneide euch dann den nächsten Part einfach mal. Ja, Markus jetzt besiegt. Ich schneide euch den nächsten Part einfach mal so, dass wir mit dem Gewinn gegen den Arena-Kampf starten. Das kann ich gegen Kiosken noch ein paar Versuche machen. Das kriege ich gebacken. Ja, jetzt. Ja, das, ja, wir haben ja alles gesehen. Ich habe euch die vier Pokémon gezeigt. Nächstes Mal geht es weiter mit der Story. Ja. Gut, damit ich nach oben so sich gefallen haben lassen. Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao.